Was glaubt ihr denn, wann machen die Bikeparks auf dieses Jahr? Was glaubt ihr? April, maximal Mai, März. Da ist jemand optimistisch, er sagt März. Ich hoffe, März sei mega. Aber ich muss mal gucken, ob ich meine OP, wann ich die da irgendwo hinlege, dass ich auch direkt fahren kann. Ach, das ist alles Stress. Wir schauen aber jetzt mal ein Video, was mir persönlich diese Woche richtig gute Laune gemacht hat. Ich bin mir sicher, ihr kennt das vom guten Corby. Richtig nice. Kleiner Tipp. Dreht die Mucke auf, weil dann fühlt man das noch viel, viel mehr. Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem YouTube. Guten Tag, wie geht's? Ich habe Probleme mit meinem Fahrrad. Das Display lässt sich nicht mehr durchschalten. Das Display lässt sich nicht mehr durchschalten? Welches Display? Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Oh Dennis, warte ab, das wird so gut, das Video. Ich bin heute in Sölden, heute ist übrigens mein Geburtstag. Nikolai schaut schon das Footage an. Genau, und wir machen ein paar Birthday Labs zusammen mit Nikolai, JR, Junior, Nikolai Junior. Und ja, ich glaube, das wird ziemlich witzig, weil mit dem Nikolai ist leider immer full Hype und das ist jetzt der zweite Run. Jetzt den Song fühle ich auch richtig. Der erste Run war schon am Limit. Am Limit. Leben. Leute, fährt der Corby nicht einfach wunderschön Fahrrad? Ich habe ein E-Bike, der Schalter links, die ganze Funktion kann ich nicht mehr benutzen. Ja, Finn, da sind wir auch runtergefahren, aber nicht so wie er. Ja, mit dem E-Bike-Schalter kenne ich mich leider echt nicht so gut aus. Vor allem, was hast du denn für ein E-Bike überhaupt? Also was für ein Motor? Aber Finn, du fährst doch mittlerweile wahrscheinlich genauso wie Corby. Das heißt, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen was sehen. Oh, wie chillig das einfach aussieht bei ihm. Wenn das Bosch-Display ist, kannst du dir ein neues Display besorgen. Die Mistdinger sind verklebt. Ah, Bosch Motor All Mountain 6.0 2019. Lava, du gehst in die Zenders Academy? Ah, krass. Ja, auf dem Trail haben wir auch eine Kuh getroffen. Ja, dann geht eh bei dir alles steil, wenn ich sehe schon kommen. Was macht die Zenders Academy alles genau? Wie sieht das aus? Junge. Fahrtechnik, Mindset, Social Media und vieles mehr.
krass. Wenn ich jünger noch wäre, ey, und hätte das Mountainbike-Fahren früher für mich entdeckt und hätte es früher sowas gegeben. Ah, ja. Aber egal, ich gönn's dir. Genieß das. Mach was draus. Nutz die Zeit jetzt, wo du jung, fit bist und alles. Ah, schon schön, ey, Sölden. Wie der abhebt wie ein Flummi, ne? Krank. Bei der Geschwindigkeit solche Sachen mit dem Hinterrad anstellen. Magie. Sieht eben magisch aus, wie der Fahrrad fährt. Ich finde, er hat auch so einen schönen Style einfach dabei. Sieht einfach schön aus, wie er Fahrrad fährt. Sagen, ich persönlich fühle Saalbach mehr. Ja, ich finde Saalbach auch von den Lines her schöner und so und auch vom Ort, aber trotzdem, Sölden auch schön. Das ist halt auch geisteskrank, ne, was er macht. New Psychopath. Servus, Bastian, was geht ab? Jetzt kommt einer meiner Lieblingssongs in dem Video. Nein! Werbung. Einfach Werbung. Oh. Ja, nach dem Video muss ich auch schon die Namen jetzt gleich aufschreiben für die Verlosung. Dann muss ich hier meine Cap nehmen. Dann schmeißen wir die alle rein. So. Dann holen wir die Dinger raus. Und dann Verlosung. Und dann muss ich mich an den Versand machen. Oh Gott, ey. Genau das finde ich richtig geil. Fahre Anfang Juli wieder dahin. Ja, ich muss noch mein ganzes Jahr planen mit der Michi zusammen. Bei uns steht noch nichts. Besitzt hier einer einen Mudsuit? Mein Arbeitgeber hat Homeoffice beendet. Mein Schrotti-Regenjacke gibt den Geist auf. Der Dennis hat bestimmt einen, oder? Juli, eine Woche Saalbach. Geil. So, den Song geben wir uns jetzt noch hier. Fühle ich so krass, ne? Einfach ein geiler Song. Mountainbike, Berge, Reifen-Sounds am Boden. Einfach ultra geil. Hier, Luca, Juli, eine Woche Saalbach. Der Finn ist auch da. Connectet euch. Hast das Bike denn... Ja, würde ich einfach mal in Shop geben, glaube ich, ne? Das Fahrrad.
Es klingt so, als würde sich das nicht so leicht lösen lassen. Yes, Buddha Machine hat schon gesagt. Würde ich auch so machen. Was? Sieht so geil aus alles. Diese Lines da, die kombinieren gerade ja mehrere, aber die auf der Seite vom Lift oder vom Berg in Sölden, die fand ich auch am allerspaßigsten. Und da lag ganz, ganz viel Kuhkacker. Ich dachte schon, ich bin da eigentlich ganz schön flott unterwegs. Das ist das Video von Corby. Kennt ihr das? Da ist man mal stolz auf sich. Und mal ausnahmsweise zufrieden mit seiner Abfahrt. Und dann seht ihr das Video von wem anders und denkt nur. Close call. Yes, war letzten September in Saalbach, 4 Tage vor Anreise Neuschnee. Nur 7 Trails waren offen. Shit. Ja, es war so wie bei mir, als ich das erste Mal in Leogang war. Gut, Leute. Wir machen ganz, ganz kurze Pause. 5 Minuten.